Gab es heute eine Sitzung der Europäischen Zentralbank und danach ist klar, die EZB bleibt bei ihrem Kurs, wird also weiterhin eifrig Staatsanleihen kaufen und die Zinsen auf Niedrigstniveau halten. Frank Bethmann, haben die Notenbanker dabei auch Italien im Blick? Offiziell würde das die EZB nie so formulieren, um sich auch nicht nur ansatzweise dem Vorwurf der Staatsfinanzierung auszusetzen. Doch die Fakten sprechen eine andere Sprache. Vor dem Referendum in Italien standen die Zeichen eindeutig auf ein langsames Beenden des billionenschweren Anleihenkaufprogrammes. Und nun hat sie, wie in den letzten Tagen von den Finanzmärkten ja auch erwartet, doch noch mal kräftig draufgesattelt. Und das Volumen des Kaufprogramms von 1,7 Billionen auf knapp 2,3 Billionen Euro bis Ende 2017 aufgestockt. Zudem lockerten die Notenbanker heute zusätzlich die Regeln für den Ankauf von Staatsanleihen. Somit kann sie jetzt weitere Anleihen kaufen, die sie vorher nicht kaufen durfte. Um ein Bild der Vergangenheit zu bemühen, die EZB hat heute die dicke Bertha nochmal hochgeladen. Geld bleibt billig, das hilft den angeschlagenen italienischen Banken bei der Finanzierung der Staatsschulden. Das freut aber auch den DAX, der erneut auf Jahreshoch schließt und den Börsianern hier heute vermutlich auf dem Parkett eine noch schönere Weihnachtsfeier beschert. Wann soll das denn ewig so weitergehen mit den Niedrigzinsen? Ja, spätestens im nächsten Jahr drohen den europäischen Zentralbankern die Argumente auszugehen. Dann nämlich prognostizieren die Wirtschaftsfachleute einen Anstieg der Inflation auf 1,6 bis 1,7%. Und damit käme der Preisauftrieb in der Eurozone der Zielmarke der EZB von 2% ziemlich nahe. Spätestens dann, Ende des kommenden Jahres, müsste, folgt man der Logik der EZB, Schluss sein mit dem billigen Geld. Eine Garantie, ob es wirklich so kommt, gibt es dafür aber nicht. Dankeschön nach Frankfurt.